Ja, Freunde, ich bin wieder unterwegs mit dem Radl. Und eine kleine Runde von daheim weg nach Kanuntum. Und ja, ein bisschen die Gegend gut durchforsten. Habe ich ja gesagt, da möchte ich mit dem Radl hinschauen. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, Freunde, da sind wir jetzt bei den römischen Ausgrabungen. Und da zeige ich jetzt einmal die Arena. Schauen wir uns einmal an. Wie ist da alles restauriert worden, so gut es gegangen ist. Und ja, so schaut es da aus. Ich mache jetzt einmal einen Schwenk. Und von da, wo wir jetzt stehen, sind die Leute gesessen und haben die Gladiatoren auch gefeiert. Ja, da haben wir Ausstellungsstücke, wie das einmal ausgeschaut hat. Und da haben wir so ein Büdel, dass man sieht, wie das ausgeschaut hat. Gigantisch. So, aber wir fahren da jetzt hintere in die kleine Arena. Ja. Schauen wir gleich näher. Ja, da war der Eingang zur Arena. Da haben wir zuschauen können. Ja, leider versperrt. Aber ja. Ich werde trotzdem einen Blick reinwerfen. Da oben noch ein Seil, keine Ahnung, was da angehängt war. Schon imposant. Ja, sind wir wieder beim Bankerl da. Jetzt mache ich mir ein kleines Päuschen. Ja, Freunde, heute einmal nicht mit Hut, gell? Heute mit Piratenbankerl, aber das ist unser Leben. Wir fahren natürlich mit Helm, ist ja klar. Das ist schon von Vorteil. So, jetzt einmal eine kleine Birne. Perfekte Wasserlandung. Ja, da geht's rum. Ja, Freunde, mein Essen bin ich fertig, mein Bier habe ich gegessen. Und jetzt fahren wir weiter, wir wollen ja von der Gegend noch was sehen. Auf geht's! Ja, da sind wir wieder beim Brickel, wo es zur Donau geht, und da fahren wir heute auch runter. Schauen wir mal. Ja, da geht es zur Donau. Bad Schaltenburg, nur bei Niedrigwasser, aber gut, so weit wollen wir nicht. So, sind wir runter am Treppelweg bei der Donau. Herrlich, da macht einer einen Graben um. Also, schauen wir da wieder retour und den ersten Weg, glaube ich, links einmal. So, in der Zwischenzeit bin ich auf den Weg angelangt, wo ich schon das letzte Mal unterwegs war. Wo ich gemeint habe, da sollte der mit dem Radl herfahren. Ja,
Maschine wie gern. Bisschen hupfig, aber ja, trotzdem geil. Ja, Freunde, ich bin einmal wieder im Dschungel angekommen. Ich glaube, da ist aus. Ja. Ja, ich werde jetzt umdrehen, bis ich anstehe an den Feldweg, wo ich da reingefahren bin. Oder mal schauen, vielleicht ist vorher noch ein Abzweiger geworden, ein paar. Muss ich mal auf die Karten schauen, dann geht's weiter. Bis später. Schauen die Diesel nicht geil aus? Also mir taugen die irrsinnig. Ja, habe ich gedacht, jetzt kriege ich schon mal ein paar Cent auf einen Kaffee. Ja, wenn ich ein schönes Platz finde, werden wir mal einen machen. Ja, und ob da ist wieder ein neues Terrain für mich, da war ich jetzt auch noch nie. Das dürfte da ein Sackgossen sein, keine Ahnung, was ne? Ist aber wurscht. Das ist urgeil da. Krötenparadies. Wir machen einen schönen Krawall. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann, da sind ein paar Schweine draußen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ganz viel, noch mehr. Ja, ich bin wieder am Rückweg, da hinten war es abgegossen. Aber ja, wenn ich jetzt, wo da ein Baum drin sieht, der liegt, gehört er mir für einen Kaffee. Schon die Uhr 10 drauf. Blablabla. Ja, Platz habe ich eingenommen. Und jetzt gibt es mir einen Kaffee. Energy gibt es heute auch. Prost. Jetzt wieder mal Aufenfutter. Das ist gut für die Augen. So, Mahlzeit in dem Sinne. Ja, bei so Touren sind natürlich solche Action-Camps vom Vorteil. Also mein X3000, die ist mir sowieso, die ist ein super Teil, da gibt es gar nichts zu sagen. Und selbst meine alte AZ1 habe ich jetzt auch wieder benutzt, am Wegrand hingestellt, wo ich vorbeigefahren bin. Die macht immer noch super Bühnen. Ja, alle zwar mit Schaumstoff vor, quasi mit einem Spülschwamm. Und diesmal nehme auch mein internes Mikrofon auf, gar kein Zusatz. Blende ich einmal jetzt dann ein Büdel ein von den zwei Action-Camps mit dem Spülschwamm vorhin drauf, dass das einmal seht. Ja, so schauen die aus und ich hoffe, der Ton passt trotzdem so halbwegs. Ja, Freunde, bei den Krankensesseln ist jetzt wieder die ersten, ist eh klar. Wie immer, gesunden Freunde. Schaut das aus, sie kommt, das Wetter ist wieder mal gigantisch. Und dann natürlich wieder mal den Rest der Welt und alle meine Freunde, Abonnenten und sonstiges. Prost! Ist das nicht schön da? Da haben sie einen neuen Baum abgepflanzt. Früher die alten wahrscheinlich geerntet. Geerntet klingt gut, umgeschnitten. Ja, und da mein Platzl. So, Platzl haben wir sauber hinterlassen und jetzt geht's weiter. Jawohl. Shit, da hat einer das Osterhase erwischt. Da drüben ein Hausberg und was haben wir am Tacho? 39,9 im Augenblick. Wahnsinn!
da geht was. So, wieder daheim, das war's. 45.